Mit diesem richtigen Vorgehen in der Prüfung wirst du Klausuren um 40% besser schreiben. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Heute ein so wichtiges Thema. Ein so wichtiges Thema, einfach aus dem Grund, weil für mich Schulerfolg immer aus zwei Komponenten steht. 50% Vorbereitung, 50% Abrufen. Und jeder fokussiert sich immer auf diese ersten 50%. Lernen, was ist die beste Lernmethode, was ist die beste Lerntaktik, was ist die beste Lernstrategie, wie kann ich meinen Lehrer überzeugen, bam, 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 immer Vorbereitung. Und dann aber in der Prüfung selbst macht sich keiner Gedanken, obwohl das nochmal die ganze zweite Hälfte ausmacht. Und damit du mit dir hier rein nicht einfach planlos gehst, sondern mit den richtigen Tipps, bekommst du die jetzt hier und heute von mir. Erstens, schließe mit der Vorbereitung ab. Was meine ich damit? Die meisten Schüler scheitern wirklich daran, dass sie zwar sich immer richtig gut vorbereiten und alles perfekt haben wollen, dann aber in der Klausur immer noch, oh shit, ich meine noch das gelernt, oh, das kann ich, ah, und genau das Thema, und ah. Spielt keine Rolle mehr. In dem Moment, wo du durch diese Klassenzimmertür gehst und in deine Prüfung reingehst, dann musst du sagen, bam, Vorbereitung war jetzt vorbei, ich bin jetzt am Start und sag dir noch wirklich, ich kann alles. Egal, ob das stimmt oder nicht, sag einfach, ich kann alles. Weil das Wichtigste ist, dass du nicht deine ersten 50%, weil die vielleicht nicht perfekt waren, dann so weit noch in die zweiten 50% reinträgst, dass du die im Prinzip auch noch davon beeinträchtigst. Und genau deswegen mach das im Prinzip so, wie ich es damals immer gemacht habe beim Triathlon. Ja, ich habe 10 Jahre Triathlon gemacht, 4 Jahre davon auf absoluter Leistungsebene. Und da ist es so, auch da ist mal 2 Wochen Vorbereitungszeit nicht perfekt. Ja, da läuft auch mal was kacke, da hast du auch mal keine Motivation, da ist auch mal ein Training aus, da hast du auch mal eine Verletzung. Ganz normal. Aber ich habe mir immer gesagt, in dem Moment, wo ich an der Startlinie stehe, wo es dann zum Wasser, zum Reinspringen, zum Schwimmen geht. Ab dem Zeitpunkt ist mir egal, was in den letzten Wochen, Monaten war. Da zählt nur noch dieser Moment, dass ich mich auf das konzentriere, was ich kann. Und das habe ich mir in die Oberstufe übernommen. Ich habe immer gesagt, hey, sobald ich diesen Klassenraum betrete, kann ich alles. Egal, ob ich alles kann oder nicht. Dann bin ich bereit. Okay? Und das solltest du auch tun. Zweitens, eine Kurzmeditation, bevor es dann losgeht. Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm, weil so oft von der Klausur wird noch rumgeruscht im Sinne, hast du noch einen Stift für mich, hast du ein Geodreieck, hast du sonst irgendwas. Hab du deine Sachen da, setz dich ganz entspannt, habe ich auch ganz, ganz oft irgendwann vor jeder Prüfung gemacht, das bringt unglaublich viel. Setz dich einfach hin, komm runter, schließ wirklich in dem Moment zu 100% mit deiner Vorbereitung ab. Du kannst vielleicht nochmal die Themen durchgehen, nicht was du gelernt hast, sondern allgemein, was jetzt dann kommen wird, dass du quasi schon den Fokus auf die kommende Prüfung legst. Genauso auch einfach versuch, in diesen Fokus reinzukommen. Achte auf deinen Atem, mach vielleicht eine Visualisierung, wie du dich schon siehst, wie du die Klausur sehr gut bearbeiten wirst. Und dann komm in diesen Modus. Komm voll im Moment an, komm in diesen Modus, wo du dann sagst, geil, jetzt gib mir nicht das Blatt und dann kann ich durchstarten. Drittens, wenn du das Blatt dann bekommst, schreibe nicht sofort Namen und Datum drauf. Warum? Du hast durch diese Kurzmeditation davor dich so schön in deinen Modus gebracht. Wenn du auch das Video von vorgestern gesehen hast, ist hier rechts oben verlinkt, wo wir wirklich schon besprochen haben, wie du die letzten 24 Stunden dafür nutzt, um dich auf eine Klausur richtig vorzubereiten. Dann hast du alles dafür getan, dass du in diesem Moment, wo es dann losgeht, perfekt vorbereitet bist. Und das Schlimmste, was du machen könntest, ist, indem du deinen Stift nimmst und dann ganz oben wieder was ganz anderes hinschreibst. Dein Name, das Datum, das sind alles Sachen. Dafür bekommst du keine Punkte. Es ist egal. Lenk dich damit im ersten Moment nicht ab, sondern steig direkt in die Fragen rein. Geh die Fragen rein. Bam, 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 geh die durch. Und jetzt kann natürlich jemand sagen, ja, aber was ist, wenn ich das dann vergesse und da, da, da. Klar, theoretisch kann es passieren. Aber du wirst eine viel bessere Arbeit schreiben, selbst wenn du das Blatt ohne Namen abgibst, ist es in der Regel eigentlich schon noch so, weil du einen guten Kontakt auch zum Lehrer hast, was du ja eigentlich immer als Abiturlehrer auch etablieren solltest, dann wirst du in der Regel trotzdem deine ganz normale Note bekommen. Das sollte aber natürlich trotzdem nicht passieren, auf gar keinen Fall. Sondern machst dir dann einfach zur Gewohnheit, dass du es am Ende
noch hinschreibst. Das wird wirklich zur Gewohnheit. Klar, wenn man es nie so gemacht hat, ist es erstmal ungewohnt. Aber schreib jetzt gleich vorne drauf, ich muss meinen Namen, schreib dir ganz unten hin, ich muss meinen Namen noch draufschreiben. Dann gehst du durch, dann, ah, ich muss meinen Namen noch draufschreiben, dann machst du das. Weil, selbst wenn du jetzt Angst hast, ja, aber was ist, wenn es so eine schwierige Klausur ist und ich an so vielen Punkten so hakt, dass mir am Ende die Zeit ausgeht, dann hänge ich noch an irgendeine Aufgabe und dann schaffe ich es nicht mehr hinzuschreiben. Der Punkt ist der, jeder, also wirklich fast ausnahmslos jeder Lehrer wird dich vielleicht nicht mehr weiterschreiben lassen, im Sinne von Sachen, wofür du Punkte bekommst, aber wenn du sagst, oh, ich habe meinen Namen vergessen, kann ich den noch kurz rausschreiben, wird quasi jeder Lehrer ja sagen. Deswegen, du kannst im Prinzip diese 30 Sekunden, wenn du vor allem auch jemand bist, bei dem es oft so ist, dass er in der Klausur die Zeit ausgeht, du kannst im Prinzip diese 30 Sekunden einfach noch erkaufen, indem du dann sagst, ah, ich muss es aber noch machen, dann darfst du es meistens noch machen. Und deswegen würde ich das wirklich nicht machen, dass du direkt reinstartest in deine Klausur. Viertens, finde sofort deine High-Performance-Geschwindigkeit. Das geht jetzt vor allem an zwei Arten von Menschen. Erstens an dich, vor allem dann, wenn du eben jemand bist, dem auf die Zeit ausgeht. Und zweitens an die Menschen, die immer wieder Flüchtigkeitsfehler machen. Wenn du sofort deine High-Performance-Geschwindigkeit findest, wird dir das fast gar nicht mehr passieren. Was ist die High-Performance-Geschwindigkeit? Die High-Performance-Geschwindigkeit bedeutet nicht die schnellste Geschwindigkeit, wie du die Aufgaben bearbeiten kannst, sondern die High-Performance-Geschwindigkeit bedeutet, dass du fokussiert und zügig arbeitest. Sprich, du arbeitest so schnell wie möglich, aber noch so schnell nur, dass du alles so gut bearbeiten könntest, wie wenn du mehr oder minder so langsam wie möglich gehen könntest. Weil, bedenken immer, oh, das ist so eins irgendwie so durchgehend zieht sich diese Korrelation so durch, also im Prinzip einfach, um es einfach auszudrücken, je schneller du durchgehst, desto weniger genau kannst du bearbeiten. Aber so stimmt eigentlich gar nicht. Bis zu einem gewissen Level an Geschwindigkeit kannst du es immer noch fast genauso bearbeiten, wenn du es mega langsam machen würdest, weil du nicht schneller schreibst, als du denken kannst. Wenn du aber die ganze Zeit mega schnell schreibst, dann überforderst du dich. Deswegen versuch deine High-Performance-Geschwindigkeit zu finden. Die würde ich sagen, liegt so bei 70 bis 80%, vielleicht. Hängt natürlich auch wieder ganz, ganz stark von dir ab. Aber vielleicht so bei 70, 80% von dem, wie du es maximal schnell machen könntest. Und bei dem Level wirst du fast noch genauso gut denken können und alles bearbeiten können, wie wenn du es mega, mega langsam machen würdest. Und so schaffst du es eben, dass du keine Flüchtigkeitsfehler machst, weil du nicht über diese Grenze drüber gehst. Genauso aber auch wirst du garantiert genug Zeit haben, weil du eben auch nie trödelst. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Man denkt ja oft, ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Nein, hast du nicht. Du ziehst einfach immer in deine High-Performance-Geschwindigkeit durch und dann wirst du sowohl eben keine Flüchtigkeitsfehler machen, als auch schlussendlich noch genug Zeit haben. Fünftens, mach keine Aufgabe doppelt. Das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, weil viele immer sagen, ja, dann machst du deine Klausur und dann liest du am Ende nochmal durch. Ist ja prinzipiell gut gemeint, ja, und wenn du wirklich von der High-Performance-Geschwindigkeit ja so am Start bist, dass du wirklich noch entspannt die alles nochmal überarbeiten kannst, dann kannst du es auch gerne machen. Aber tendenziell ist es meiner Meinung nach definitiv so, dass es keinen Sinn ergibt, warum du beim ersten Mal, wo du eine Aufgabe bearbeitet hast, wo du den vollen Fokus hast, wo du noch wesentlich frischer warst, deine Konzentrationslevel noch wesentlich höher war, weil du ja erst ein, zwei Aufgaben davor gemacht hast, dass es dann wahrscheinlich ist das dann, was du richtiger machst, wenn du am Ende der Klausur, wo du wirklich deine ganze Energie schon in das Blatt reingesteckt hast, dann nochmal zu überarbeiten. Deswegen würde ich keine Aufgabe groß doppelt machen. Ich würde vielleicht nach so ein paar klassischen Flüchtigkeitsfehlern, die du immer wieder machst, die kannst du dir gerne anschauen. Oder, das würde ich dir vor allem empfehlen, die Punkte natürlich, wo du noch nicht stehen hast. Lieber denkst du da nochmal zwei, dreimal drüber nach. Weil oft denkt man sich, okay, ich komme da nicht drauf. Aber dann versuch, das ist der entscheidende Hack, versuch das Ganze aus möglichst vielen Perspektiven zu betrachten und vor allem deinem Kopf immer mehr Verknüpfungspunkte wiederzugeben, wie er sich an die Information erinnern kann. Das bedeutet, wenn du beispielsweise beim ersten Mal drüber nachdenkst, ah, was stand da? Und dann denkst du drüber nach, ah, was habe ich da gestern noch gelernt? Ah, was war das? Dann kommst du nicht drauf. Dann versuch nicht, wie es alle immer machen, dann wieder, was habe ich da denn nochmal gelernt? Was habe ich da denn nochmal gelernt? Weil du blockierst nur noch mehr. Was du dann beispielsweise machen solltest, überleg mal, wann hast du diesen Stoff, genau diesen Themenbereich, in welcher Stunde habt ihr das besprochen? Was habt ihr da sonst gemacht? Das heißt, du gibst deinem Kopf anstatt die eine Route,
um die eine Route, um auf das Wissen zuzugreifen, was nicht funktioniert hat, wo du nur noch mehr blockieren wirst, vergibst du ihm noch eine andere Route und da die Möglichkeit, dass er da über die ganzen Synapsen sozusagen die Bahn findet, wo dann, ah, okay, bam, das hatten wir. Und dann kannst du es echt noch schaffen. Das hatte ich in meinen Klausuren letztes Mal auch, dass ich einfach extrem auf einige Dinge noch gekommen bin, wo ich dachte, ich weiß es nicht. Und selbst wenn du nicht mehr drauf kommst, findest du vielleicht doch noch eine kreative Möglichkeit, da irgendwas so Freestyle hinzuschreiben, dass du noch ein paar Punkte bekommst. Und diese paar Punkte werden immer mehr sein, als was du mit der zweiten Überarbeitung noch in der Klausur rausholen kannst. Deswegen, in diesem Sinne, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner nächsten Klausur. Ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.